Redner in der Aussprache hat Arnold Baas für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch für die Zuschauer auf den Tribünen möchte ich jetzt ein bisschen dazu beitragen, mal die Diskussion auf das zu lenken, was eigentlich der Inhalt der Anträge war, über die wir heute reden. Und einen der Anträge haben die Grünen eingebracht, und er ist überschrieben mit den Worten Investitionsstau auflösen, Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs sichern, jetzt die Weichen für den öffentlichen Verkehr von morgen stellen. Das genau ist die Fragestellung, mit denen wir uns vor 4 Jahren befasst haben, als wir den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU niedergeschrieben haben. Und damals haben wir uns zu dieser Aufgabe bekannt. Und was dabei rausgekommen ist, ist eine der größten Leistungen in der Verkehrsfinanzierung in der jüngeren Geschichte nach der Wiedervereinigung Deutschlands, nämlich wir haben jetzt 8,2 Milliarden Euro jährlich dynamisiert mit 1,8% Steigerung pro Jahr für Regionalisierungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr bereitgestellt. Erstens. Zweitens, das ist eine Steigerung übrigens von 12% gegenüber dem Vorzustand. Das ist eine enorme Summe. Zweitens, wir haben auch erreicht, dass das Bundesprogramm im Gesetz für Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden über das Jahr 2019 fortgeführt wird und unbefristet mit einer 1/4 Milliarde Euro jährlich für kommunale ÖPNV-Vorhaben verwendbar ist. Das schafft Planungs- und Finanzierungssicherheit, und zwar genau die, die Sie gefordert haben. Meine Damen und Herren, wir wissen aber, dass allein mit diesen Mitteln die erforderlichen Sanierungsaufgaben noch nicht zu leisten sind. Und deshalb sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben außerdem noch Umsatzsteuerpunkte zur Verfügung gestellt bis zum Jahr, ab dem Jahr 2020. Und jetzt hoffen wir mal, dass auch diese Umsatzsteuermittel bei den Ländern in die Kanäle fließen, für die sie gedacht sind. Wir haben darauf nämlich keinen Einfluss. Wer darauf Einfluss hat, das sind insbesondere nicht nur alle hier vertretenen Parteien, aber insbesondere auch die Grünen, die heute diesen Antrag gestellt haben. Und Herr Kühn, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, dass wir weit hinter dem noch zurück sind, was wir uns für die Zukunft vorstellen können, in Sachen Abschaffung von Kleinstaaterei, in Sachen Koordinierung und Vereinheitlichung von Zugriffen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Überhaupt keine Frage. Aber Sie regieren in 11 Ländern. Dann hätte ich doch mal die Bitte, dass Sie Ihre Verkehrspolitiker mal zusammenholen und mal versuchen, wie wir das schon seit Jahrzehnten teilweise machen, dort mal eine gemeinsame Sprache hineinzubringen. Von mir aus, ich arbeite gerne mit Ihnen da zusammen, dass wir an der Stelle mehr Koordination zustande bringen. Nur bis jetzt ist es nicht gelungen, und Sie haben verschwiegen, dass es bei Ihnen in Ihren Reihen ganz offensichtlich auch nicht klappt. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir kommen noch zu einer anderen Frage. Wir kommen noch zu einer anderen Frage. Die Diskussion. Ich will jetzt noch mal kurz zu der Auseinandersetzung über das Personenbeförderungsgesetz was sagen. Erlauben Sie mir das doch bitte. So, wir haben da, glaube ich, die Situation, dass wir uns allmählich hier in der Grundfrage nähern. Und die Grundfrage, die hier eine Rolle spielt, wird von dieser Seite des Parlaments und von dieser Seite des Parlaments unterschiedlich beantwortet. Die lautet nämlich, ist der ÖPNV für den Bürger da? Ist der ÖPNV ein Dienstleister für den Bürger? Oder ist der Bürger ein Dienstleister für den ÖPNV? Die Frage, hat der Bürger das Einkommen, die Arbeitsplätze beim ÖPNV zu sichern? Oder hat nicht vielmehr der ÖPNV die Aufgabe, nach dem günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis eine Dienstleistung an den Bürger anzubieten? Das ist die Frage. Diese Seite des Parlaments sagt, der ÖPNV ist der Dienstleister für den Bürger. Und Sie
Sie befassen sich mit Besitzstandswahrung eines Teils der Öffentlichkeit zulasten eines anderen Teils der Öffentlichkeit, nämlich derjenigen, die im privaten Gewerbe tätig sind. Die Arbeitsplätze an dieser Stelle sind Ihnen nicht wichtig. Und was Sie hier tun, Sie geben das Signal, den privaten Verkehrsdienstleistern geht es jetzt an den Kragen. Das ist Ihre Botschaft. Und das ist genau diese Botschaft, die wir vermeiden wollen. Und jetzt noch was zu dem Thema Wahlkampf. Auch sehr wichtig. Sebastian Hartmann hat sehr richtig gesagt, der Wahlkampf gehört in die Demokratie. Das ist die Würze der Demokratie. Da ist die Möglichkeit da, scharf konturiert Unterschiede darzustellen, damit der Bürger weiß, wem er aus welchem Grund seine Stimme gibt. Ganz richtig. Aber jetzt gibt es ein Problem. Wahlkampf geht dann etwas schief, wenn man die Dinge so vergröbert, dass am Ende Unwahrheiten rauskommen. Und bei Ihnen ist es so, dass Sie eines nicht erklären, wie Sie eigentlich den Wettbewerb im öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten wollen, indem Sie die Wettbewerber, die zur Verfügung stehen, vom Markt fegen. Und das genau tun Sie im Augenblick. Sie sind nicht bereit, Wettbewerb wirklich zuzulassen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Jetzt kommen wir zu dem Thema Pforzheim. In Pforzheim ist Folgendes: Sie argumentieren mit dem Alter der Verkehrsbetriebe und so weiter und so fort. Ich argumentiere mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich dort dramatisch verbessert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich so verbessert, dass 3 bis 7 Millionen Euro eingespart werden pro Jahr bei einer verbesserten Verkehrsleistung. Und jetzt verstehe ich natürlich auch, warum manchen Stadtwerken oder manchen öffentlichen Personennahverkehrsdienstleistern die Hosen voll sind, weil sie nämlich fürchten, dass sie mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr zukunftsfähig sind, wenn sie wirklich die Herausforderung bestehen müssen. Deshalb lassen Sie uns bitte dabei bleiben. Wir wollen Marktwirtschaft und wir wollen vernünftige Bedingungen auch im öffentlichen Personennahverkehr. Wir wollen kein Lohndumping, und Sie können das Lohndumping verhindern, indem Sie von Ihren gesetzgeberischen Möglichkeiten in den Ländern Gebrauch machen. Machen Sie das und verbreiten Sie hier keine Illusionen, die Sie am Ende nicht umsetzen können. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache interfraktionell.